Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich habe total vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Ich war so excited, dass ich das hier bauen kann, dass ich das hier gleich gebaut habe. Ich habe die 24 Dampfturbinen jetzt hier, die natürlich einen höheren Verbrauch haben als die alten Dampfturbinen. Wenn die jetzt bei 50% laufen, dann geht das alles, ne? Dann geben die 2,6 Megawatt ab, weil mehr Dampf haben sie ja nicht. Und ja, der Dampf wird immer weiter runtergehen und die Leistung wird ungefähr bei der Hälfte enden, bei 2,7 Megawatt. Von 5,4 ungefähr, weil sie nicht mehr Dampf haben. Weiß gar nicht, ob sie gerade auch so viel abgeben müssen, wie sie könnten, aber wie man sieht hier, 24 Stück machen ungefähr ein Fünftel von dem, was hier 360 Stück schaffen. Also das ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. So, aber wir müssen mehr Dampf erzeugen. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch mehr Hitze. Ich weiß gar nicht, ob die Hitze Power-Berechnung hier dann auch darauf ausgelegt ist oder ob uns dann die Temperatur sogar noch zusammenbricht, dass die denn hier hinten gar keine Temperatur mehr haben am Ende. Also die wird anscheinend, ja, ne, 28, 29, also sie ist so ein bisschen am variieren. Ich sag mal so, in der Nacht wird sowieso der Stromverbrauch noch ein bisschen mehr umgelenkt auf diese Maschinen hier, dass die noch ein bisschen mehr Leistung machen müssen, aber hier gerade wird nicht allzu viel Strom gebraucht. Also, hier ist es durchaus möglich, dass wir sozusagen hier nochmal ein bisschen verlängern müssen, das Wasser vielleicht woanders herholen. Vielleicht reicht das Wasser auch schon gar nicht mehr dann nachher aus. Das ist auch noch so eine Sache, die wir dann gucken müssen. Obwohl, nee, da ist die Förderrate noch mit 300 recht brauchbar. Aber wir brauchen wahrscheinlich hier entweder hier eine Reihe Öfen oder halt die nächste Sorte Öfen mit der nächsten Sorte Heatpipes. Ich weiß noch nicht, ob ich die Heatpipes habe. Kann ich davon welche machen gerade? Nee, ich habe keine Silberplatten dabei, ne? Na gut, die hole ich mir dann gleich. Kein Problem. Aber was ich gucken wollte, was wollte ich noch gucken? Ne, das war jetzt das Einzige, was ich noch gucken wollte, ob die Heatpipes hier funktionieren. Weil, ja, wir müssen gucken. Also das könnte wirklich dafür sorgen, dass da Schwierigkeiten entstehen. Ich weiß nicht, ob wir hier Dampfüberfluss haben oder so, ob wir das dann vielleicht eventuell dann doch hier über eine Tankgeschichte nochmal dann alles miteinander verbinden wollen. Untereinander. Damit hier dann erstmal massiv Dampf da ist. Eigentlich ist hier ja massiv Dampf da. Verbraucht aber nur die Hälfte gerade. Aber kein Strom angefragt wird. 1,7 ist ein Drittel jetzt ungefähr. Und der macht eine Ausgabe von... Also er ist auch noch nicht voll ausgelastet hier. Also ich würde jetzt erstmal... Aufgrund der aktuellen Lage hier... einen so einen Dampftank anschließen, der ein bisschen Dampf speichert. Jetzt Pufferspeicher erstmal gilt. Die sind erstmal vollpumpen können und dann kann das wieder zurückgepumpt werden, wenn dann Dampf gebraucht wird, weil der verliert, glaube ich, hier drinnen keine Temperatur, oder? Weiß ich nicht. Nö, sieht nicht so aus. Da müssen wir mal gucken, dass das dann wieder zurückgepumpt werden kann oder so, dass das dann immer gleichzeitig nicht ein bisschen benutzt wird. Irgendwie 50% Dampf. Na gut, ja. Klar. Dann müssen wir den hier fast auf 100% halten. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also da müssen wir auf jeden Fall vielleicht dann noch ein bisschen experimentieren, dass das einigermaßen gut läuft. Ah, hier wird gerade wieder was abgeholt. Sehr schön. Sand läuft hier auch noch durch. Gerade außer nicht mit Sand hier. Wie wir sind dann da? 100k, okay, geht. Hier kein Sand mehr da, oder? Was wird Kohle hergestellt? Wo ist denn mein Betonwerk? Hier. Ne. Oh, liegt auch noch genug Sand. 50k von jeder Sorte. Also könnte auch so ein abgeholt werden. Alles klar. Nur gut, aber es kann ja erstmal da weggeholt werden. Das stimmt schon, wenn es da ist. Kann es auch von da genutzt werden. So, wir gucken mal weiterhin bei der Energie. Wie sieht's aus mit dem Ausbau? 400 und machen schon mehr als 600 und. Das ist schon mal gut. 14,9 Gigajoule laden können wir in 1,4k Kapazitäts. Akkumulatoren. 1,9 Gigawatt haben wir momentan an Spitzenleistung im System. Also da sind wir ja schon über 1 Gigawatt mehr, als wir vor dem Start des Solarausbaus waren. Da waren wir nämlich bei knapp 900. So, ach, der Zug hält da an. Okay. Da kann ich mal schnell hier rüberlaufen. Ich muss mir ein paar Silberplatten holen. Da muss ich hier mal durchlaufen. Die müsste es hier irgendwo geben. Da gibt es Silberplatten. Hier, Silberplatten hätten wir da. So. Brauchen noch ein paar mehr von. Kein Problem. So. Kann ich erstmal schon mal zwei solche Heatpipes machen. Kann erstmal gucken, ob diese Heatpipes da unten funktionieren.
ob da mehr Temperatur durch die Gegend transportiert wird oder sowas. So, wie sieht's hier aus? Wir haben hier jetzt 23 Stück. Woran hapert's? An Bearings. Alles klar, kein Problem. Ene Minimiste, es rappelt, ne, in der Kiste. So, da können wir 500 Stück holen. Da kann ich dich versorgen. Glaubst du gar nicht. So. Bearings. So, Hammer. So, dann habe ich hier noch MK4-Maschinen. Ja, die lege ich da unten ab. In den gesammelten Werken hier erstmal. Und dann weiß ich nämlich nicht, ob ich die doch vielleicht noch einsetzen will oder nicht. Da bin ich mir noch nicht schlüssig. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, das war Produktion für die Hosentasche. So, hier ist aber auch gar kein Flugverkehr so richtig von dem Baudrohnen. Was ist da los? Ein 16 drinne. Wer macht denn die Large? Da ist ein K drinne und hier ist 9 drin. Ja, okay. Produktion braucht halt noch ein bisschen. Okay, na gut, dann hängt das ein bisschen. So, ihr macht MK3. Wir bräuchten 360. So, das ist MK2, glaube ich. Liegt hier noch was drinne? Wir liegen drinne. Dampfmaschine liegt hier drinne. Dampfmaschine. Dampfmaschine wird gebraucht. Hier aber brauchen wir Steel Bearings schon wieder. Okay. Kann ich das jetzt mal rausnehmen hier und kann das jetzt mal da reinlegen? Dampfmaschine MK3 kann ich da auch reinlegen. Die wird ja hier gebraucht. So, dann haben wir hier schon mal wieder 40 Stück. Okay. So, dann kann ich jetzt den Plan hier machen und möchte gerne die durch Dampfturbine ersetzen. Weil die Temperatur momentan. Gut. Und dann wenden wir diesen Plan an. Map ich. Auf dem Bereich hier, dem Bereich, diesen hier. So, dann werden wir diese Hälfte erstmal sozusagen modernisieren und umbauen. Das sollte jetzt eigentlich hier für ganz viel Fliegerei sorgen von Baumaschinen. Keine Ahnung, wo die alle rumschwirren, aber eigentlich sollte das jetzt gleich loslegen, weil die Dinger liegen hier in der Lagerkiste, also in der Angebotskiste. Passive Anbieterkiste. Dampfturbine haben sie. Habe ich da die richtige Dampfturbine eingestellt? Dampfturbine, ja, das passt. Und Dampfmaschine 2. Die sollte da unten nicht rumstehen. Also ich hätte jetzt endlich erwartet, dass jetzt hiermit mal ganz viele Baudrohnen bei mir anströmen. Aber, ah ja, die müssen erstmal alle aus ihren, sozusagen da, wo sie als letztes gebaut haben, wieder hierher kommen. Alles klar, die werden sich denn hier unten sammeln. Na gut, okay. Gut, die strömen sozusagen. Dann brauchen wir, um hier weiterzukommen, die Tankstengeschichte, damit wir hier bei den Wärmetauscher MK2 ankommen. Und dann gibt es hier ja noch die Burner Heat Source MK2, die brauchen wir dann wahrscheinlich auch. Dann müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt noch mit Kohle betreiben können, so in dem Bereich, wo wir dann hin wollen. Aber wir müssen dann unbedingt auch in Richtung Tanksten kommen. So, da haben wir ja theoretisch schon alles zu erforschen, nur noch nichts gebaut für. Weil uns fehlen die blauen Chips. Es zieht Kreise, es zieht große Kreise. Aber ich bin jetzt erstmal dabei, ich will das jetzt erstmal zum Teil sozusagen dort umsetzen. Ich denke mal, wenn nicht mehr genügend Dampf da ist, dann wird doch der Dampf quasi einfach nicht genutzt. Dann ist das weg und dann ist das gut. Oder nicht gut, aber dann ist es weg. Und was weg ist, das kann halt erstmal nicht schlecht werden. Das ist schon mal das... Ist in dem Fall dann schon mal gut. Und wir können da in andere Werte oder Phasen gehen. So, wie sieht es hier aus? Da sind 42K drin, das ist schon mal sehr schön. Wie sieht es hier aus? Der Kiste, da sind 11K drin. Das heißt also, die produzieren momentan gerade mehr als gebraucht wird. Wie sieht es hier beim Nafta aus? 5,1, das passt. Zufluig. Ah, jetzt ist eher das hier das Problem. Dass wir keinen Zufluig Wastewater hier oben dann nachher für die Produktion finden. Naja, gut, okay, aber das soll erstmal so reichen. Ich denke mal, das hält noch ein paar Flaschenproduktionen durch hier. Ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt gerade sind. Oh ja, 182 haben wir im Lager. Gut. Okay, Tanks und Processing wird jetzt auch noch weiter erforscht. Da müssen wir noch weiter gucken. So. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier schön. Tanks und Processing habe ich. Damit kann ich dann hier
sozusagen die Burner Heat Source 2 machen. Die braucht dann einfach nur Wärmeleitung 2, eine Burner Heat Source, Beton und Tungsten Plates. Okay. Okay, Tungsten Plates brauchen wir dann. Mhm. Alle Processen, das müssen wir auch mal alles nochmal durchmachen hier. Was ist das hier? Heizkessel 4, okay, das brauchen wir auch nochmal demnächst. Gut, okay. Um Tungsten herzustellen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was brauche ich denn für Tungsten? Gehen wir mal zurück. Gehen wir dahin. Gibt es irgendwo diese Barrengeschichte? Hier gibt es die Barrengeschichten, okay. Dann müssen wir hier mal gucken. Das ist Titanium Ingot. Neues Rezept hinzufügen. Und zwar hätte ich gerne. Tungstenbarren gibt es so gar nicht. Tungstenpowder. Tungstenesse. Ach du Schande. Ach du, du ahnst es ja gar nicht. Das ist ja. Moment. Jetzt tankst du ein Erz irgendwo? Voilà, nee. Da, neues Rezept. So, was gibt's denn hier so für Tungsten? Tungsten gibt's, Prozess Tank Titanium, Titanium Ohr gibt's. Könnte auf Titanium Ohr gehen. Das kann ich sogar machen. Titanium will ich doch gar nicht. Tungsten. Genau, da brauche ich den Purified Jovolite, den Purified Steratit und den Purified Bobmonium. Eieiei. Ja, das ist das erste, wo ich das Purified brauche. Und das Purified kann ich herstellen in diesen Teilen hier. Und da brauche ich blaue Prozessoreinheiten. Und da müssen wir uns jetzt irgendwie Gedanken machen, wie wir an blaue Prozessoreinheiten kommen. Ja. Ja, das ist. Ne? So ist es, wie es ist. Blaue Prozessoreinheiten. Also die Energieerzeugung sollte sich ja hier unten jetzt so langsam aber sicher. Möchte ja, ja genau, hier guck mal, da baut er fleißig um. Das könnte sein, dass uns hier entweder die Hitze ausgeht oder der Dampf, eher der Dampf als die Hitze. Das ist natürlich dann ein Problem, da müssen wir dann dran. Dampf kann ich hier drüben nochmal herstellen, über quasi Heatpipe hier lang da Dampf herstellen und dann müssen wir Dampf quasi zwischenlagern in den großen Kessel, der sozusagen dann wie hier zum Beispiel als Puffer dann gilt und wenn dann hier der Dampf, die Dampfversorgung zusammenbricht, wenn der nicht mehr genügend Dampf herstellen kann. Höchsttemperatur hat er erreicht, also das ist okay soweit. Weiß noch nicht, ob jetzt gerade nur ein Drittel Strom gebraucht wird oder ob das noch steigt. Ja, steigt langsam aber sicher, also es geht nach oben, was die brauchen. Aber die stellen natürlich deutlich mehr Strom dann her aus diesem, aus dem ganzen Gedampfe, was es gibt. Ich glaube, der hier stellt jetzt noch 1,8 nur her, theoretisch. Und der macht dann theoretisch 2, der macht ja schon deutlich mehr. Aber, wie gesagt, wir müssen dann doppelte Dampfproduktion haben. Da müssen wir wahrscheinlich die Heatpipe hier hinten raus, dann hier nochmal langlegen, dass dann hier auch Dampf hergestellt wird. Dass das hier so dran gebaut wird, da nochmal Wasser hinkommt, ähnliches. Und dann mal gucken, wie wir das hier machen, weil hier können wir das nicht bauen. Hier ist der Platz nicht dafür da. Ja, also da müssen wir vielleicht eventuell noch eine andere Produktionskette Dampf oder sowas irgendwo mit hinsetzen oder hier dazwischen Dampf noch machen, dass dann hier sozusagen eine Heatpipe von dem Ofen abgeht. Der hat ja auch 57 Grad hier. Dass es dann von hier hinten abgeht mit einer Heatpipe und dass wir hier nochmal ein bisschen Dampf herstellen. Also dass wir überall so ein bisschen Dampf mit, noch mit herkriegen und dann sollte, sage ich mal, das erste laufen und wenn wir dann die besseren, das Tungsten haben. Aber wir können gucken, vielleicht brauchen wir es gar nicht machen, wenn wir eher an das Purified kommen. Das soll nämlich hier drin entstehen. Und die Chips, die blauen, ja, wo machen wir die denn hin? Ja, verdammt, ein blaues Chipwerk brauche ich. Ich glaube, ich mache dann erstmal das hier fertig. Glasplattenwerk machen wir erstmal fertig, glaube ich. Dann mache ich fertig.
Gummi. Dass wir Gummi herstellen können. Das heißt, das Resin-Weg müssen wir auch noch fertig bauen. Oh Gott, da ist auch noch eine Baustelle. Da sind ja überall Baustellen. Baustellen über Baustellen. Okay, dann gehen wir jetzt als erstes zum Resin-Werk. Machen das Resin-Werk so, dass es funktionieren kann, dass es arbeiten kann, dass es alles zusammenhängend ist. Dann bauen wir uns das Gummiwerk damit, wo wir das Resin quasi weiterverarbeiten können zu Gummi. Damit wir dann hier, vielleicht mache ich das auch hier drinne, weiß ich noch nicht, ob ich hier vielleicht über das Resin oder ein Gummiwerk. Warte mal, könnte ich da eigentlich machen, oder? Resin-Werk? Kann ich nicht hier noch irgendwo Gummi mit anbieten? Müsste da nicht gehen, oder? Hier hätte ich nur noch Platz für den Bahnhof, für Gummi. Oh. Oh. Option. Option A, B, C. Könnte man machen, ne? Könnte man hier so ein bisschen Gummi herstellen. Zack, und dann haben wir hier das Gummi. Gelöt. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche, um das Gummi herzustellen. Gucken wir gleich nach. So. Okay, also wir fahren erstmal dahin. Und während wir Fahrt machen, gucken wir nochmal in den Bauplan rein, wie viel wir brauchen, um den Gummi herzustellen. Und dann werden wir dieses Resin-Werk hier fertig bauen, damit das dann seinen Dienst ansetzen kann. Und wir... So. Gucken wir hier hin. Wo ist das mit dem Resin? Keine Ahnung. Irgendwo bestimmt auch Resin hier drin. Egal. Ich mache ein neues. So. Neues Rezept. Wir wollen Gummi haben. Filter. Rubber. So. Gummiherstellung aus drei harten... Ah, da brauche ich die. Mhm. Aus flüssigen Resin? Ah, Liquid Rubber. Mhm. Liquid Rubber kann ich machen aus... Okay. Mhm. Aus harten... Aus erhärtetem Harz kann ich das machen. Okay. Moment, jetzt habe ich das Rezept wieder nicht hinzugefügt, ne? Okay. Komm, dann machen wir es mal. Rubber. So, Rubber, Rubber Feed. So, hier ist nichts. So, da ist Rubber. Da brauchen wir das dafür. Und zwar machen wir das aus Liquid Resin. Liquid Resin haben wir. So, wir wollen ganz gerne haben. Was weiß ich, machen wir mal das Förderband voll. So, brauche ich 1300. Ui, ich das 90. Was? Ei, die Witzka. So, Elektroöfen. Da habe ich mir noch keine gebaut, ne? Lichtbogenöfen. Ich glaube, den habe ich bis jetzt so. So, Lichtbogenöfen. Uiuiui. Ui. So, und hier von denen habe ich die Fabriken. 34, das geht. Okay. Moment. Also 34. Hm. Oh, Schande. Hm. Wie fehlt das noch? Okay, aber theoretisch wäre hier Platz. Hier, da und da. Mehr Platz. Und ja, dann müssen wir es bloß hier rausliefern können, ne? Das sieht natürlich doof aus. Ich glaube, da müssen wir ein neues Dings machen. Da müssen wir hier so ein Ding machen für Rubber. Fertig aus. Ah ne, hier. Oh, ja, habe ich keinen Platz mehr. Alles klar. Hey, na gut. So. Ai. So. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken hier, was das hier ist. Wieso das hier alles nicht so schön aussieht, wie es aussehen soll. Dann müssen wir das mal hier ganz kurz abreißen hier, den ganzen Krempel. Müsste ja eigentlich wegfliegbar sein hier. Dann bauen wir das hier in dem Stil wieder oben einfach nochmal hier auf. Dass das auch sauber funktioniert. Ah, ich muss noch eine Pumpe machen. Sonst wird hier gar nichts funktionieren. Ich weiß, ich habe das immer noch nicht verbessert. Bin auch einfach unverbesserlich. So, jetzt will ich mal ganz kurz das hier erstmal alles wegmachen. So. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich das hier so nehmen können eigentlich, ne? Und so spiegelt hier hinbauen können. Wohin habe ich das jetzt weggeholt? Okay. Oh, kann hier nicht gebaut werden, sagt er einfach so, ne? Frechheit. Das
sollte man Logistik mal wieder anmachen. So, jetzt machen wir ganz kurz das hier an. Upgrades. Das brauche ich nicht. Naja. Eigentlich nicht, ne? Können wir jederzeit wieder haben. So. Das haben wir auch. So, dann haben wir ein bisschen Platz wieder. Ui, alles klar. So. Achso. So. Okay, dann sollte das hier erstmal gehen. Hier wird schwierig. Ist der Purified Water von hier, ne? Ja. Alles klar. So. So. Und dann brauchen wir hier den Strommast noch dazwischen. Zack. Zack. Und zack. So. Okay, Purified Water geht jetzt erstmal sozusagen dann hier rein. Da ist schon was falsch reingelaufen. Ab in die Tonne damit. So. So, gut. Okay, so, dann brauche ich jetzt die Reihe hier. Mit den Ausgängen in die Richtung, das passt schon mal. Wie kommt das da raus jetzt? Unten kommt Purified Water raus, oben kommt. Ah, okay, dann muss ich das untere jetzt dem gegenüberstellen hier, so. So, glaube ich, vom Platz her, ne? Ja. So, dann bauen wir die hier nochmal. Dreh ich mal um, so. Dann bin ich. Hab ich da hingebaut, so. Ist doch nicht sowas. So. So. Aber hier müssen wir wieder aufpassen. Alles Purified Water kommt von. Ja. So. Okay, so Purified Water, Purified Water, Purified Water. Hier kommt das normale Wasser ran. Die Kisten da. So. 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 Und so. Na, Nüchen, aber jetzt. Seien wir mal nicht so kleinlich, ne? So, so. Purified Water kommt hier an. Moment, ich muss hier mal ganz kurz ventiltechnisch tätig werden. So, sonst haben wir ein Problem. So, hier mal Salzwasser jetzt, das muss raus hier, ne? Das kann ich aber hier vor Ort verklappen, glaube ich. Dann nehmen wir den hier und stellen ihn mal hier rein. So. Zack. Passt doch wie die Faust aufs Auge. Weg mit dem Zeug. So. Werde ich wieder fleißig beliefert hier. So. Du machst das auch. Ganz brav sind sie und bringen mir alles, was ich brauche. So.
Gut, das hätten wir hier. Erledigt, würde ich sagen. Ah, hier muss ich Salzwasser noch entsorgen. Auf der Seite. Da. So. Dran. Der macht schon. So, okay. Also, jetzt ist hier erstmal alles so. Die Dinger können funktionieren. Die können arbeiten, soweit wie das Wasser reicht. Jetzt müssen die da oben bloß noch arbeiten können. Da braucht man eigentlich bloß Wasser anschließen, ne? Ich glaube, ich muss unten auch noch eine Pumpe anschließen. Aber kriegen wir dann hin. Ich habe wieder Signale in der Tasche. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Weg damit. So. Waterkant brauche ich noch. So, zack. Pumparella haben wir hier. So. Da ist Wasser. Können die auch anfangen hier. Dann machen wir hier auch Wasser hin. So, dann kriegen die auch Wasser. So, jetzt sollten die eigentlich hier alle frei weg. Was ist denn hier? Achso, da fehlt ein Ventil anscheinend. 80% Eingangsventil. So, okay. Gut, dann läuft hier über Purified Water rein und ihr habt jetzt hier zu viel weißes Zeug. Keine Ahnung. Achso, das ist ja das, was verbraucht wird, ne? Wo ist noch gar nichts produziert? Oder hier ist kein rotes Zeug mehr. Keine Ahnung. Verbrannt. Da ist ja nicht ganz so viel da drin. Stimmt. So, gut. Alles klar. Also haben wir jetzt das weiße Gas, haben wir jetzt genug hier überall, ne? Das liegt hier an mit 100%. So soll es sein. So kann es bleiben. So, dann müsst ihr hier jetzt, achso, hier fehlen die Materialien jetzt nur, die angeliefert werden müssen. Ja. Also ich muss den Bahnhof hier einfach nur anschalten. Der sollte ja eigentlich die ganze Funktionalität haben, ne? Also ich muss hier einfach nur mal einmal auf angehen und dann sollte hier alles angeliefert werden. Dann sollte die Produktion auf der Seite doch schon losgehen können und auf der anderen Seite machen wir jetzt alles fertig, dass es da auch losgehen kann. Achso, hier muss ich noch den Dings reinbauen. So, Moment, kriegen wir von hier. Nehmen wir einfach von hier runter. So, zack, bis dahin. Da ran, das müsste da drüben genauso stehen. Zack, so. So, huge. Und dann müssen wir hier ja nur den... Oh, die stehen ja alle da. Die können sogar so stehen bleiben. Die können sogar so arbeiten hier. Müssen nur Teiche kriegen. Tita Teiche. Wo ist Teich? Da ist Teich. Nicht drin stehen im Teich. Ist wichtig. So. Pumpe ist dran. So, hier kommt so ein Teich hin. Da kommt eine Pumpe hin. Und dann müssen wir noch ein paar Pumpen machen wieder. Pumpe. So. Und muss ich noch mal eine Pumpe bauen? Auf der anderen Seite so. Dann machen wir nochmal 5 Pumpen. So, dann ist das hier schon mal alles am Arbeiten, Machen und Tun. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, hier hinten habt ihr keinen Strom. Ja, das ist klar. Weil die Stromleitung von dem Teil da drüben mehr fehlt. So. Gut, dann habt ihr auch Strom. Ihr habt keine Lampen. Das ist natürlich auch fürchterlich hier eigentlich. Keine Lampen stehen. Was wieder soll hier? Für eine Unart. Mehr Lampen gesetzt werden. So. Und ihr braucht hier auch jetzt einen Teich. Eine Pumpe. Ein bisschen Rohr. Dann kann das hier losgehen. Uiuiuiui. Knappig. So. Und hier auch. Nicht im Teich stehen, wenn du ihn bauen willst.
zwischen dumm und blöd, ne? Gibt's nicht viel. Nee, Alter, nein. Nee. Das ist doch nicht. Gut, ich laufe zu meiner Leich. Wir sehen uns gleich. Ha, das klingt gut.